Mach mal runter, lag. Ach komm, was denn? Machen wir einfach mal. Unsere Taschen sind zwar voll bis zum Erbrechen, aber mei. Wer nicht buddelt, der nicht gewinnt oder irgendwie sowas, wie der Spruch da auch immer ging. Da gab es einen Spruch dafür, den ich allerdings vergessen habe. Ja, das ist traurig. Wahrscheinlich sind wir jetzt so ein Scheiß. Als ob wir irgendwie so ein heroischer Kämpfer wären, aber stattdessen sind wir nur irgendwie so eine scheißräuberische Pflanze. Gucken. Oh, Kupfer. Nee, ist das Gold? Kupfer. Naja, so decken wir einen größeren Bereich ab, wenn wir uns so nach unten graben. So, wir bräuchten mal eine Fackel und dann geht's einfach weiter. Station werden dann von unserem integrierten Abfalleimer auf jeden Fall sehr viel Bedarf machen, wenn wir weiter so jede Menge von dieser scheiß Erde da abbuddeln, die so scheiße ist, dass es scheiße ist. Ja, das ist richtig scheiße und ich bin kein Hater, der da und scheiße sagt, scheiße. Ja. Ganz genau. Gucken, da haben wir ja schon wieder was. Klopf, 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 klopf. Wer ist da? Die Pflanze kommt. Ja. Jedes Stückchen Kohle zählt. Also komm, gib mir deine Kohle. Damit meine ich nicht dein Geld. Wer braucht schon dein Geld, wer deine Kohle haben kann? Sind wir doch mal ehrlich. Wer braucht Geld, wenn er Kohle hat? So, das klang jetzt sehr seltsam, was ich da laber. Und das Ganze auch einer Stimme, die bestimmt absolut bescheuert klingt. Aber es sind Dinge. Und Dinge sind. Was? Ich erschieß keine kleinen Viecher, die unter mir stehen. Genau, die liegen alle unter mir und erleben unter mir Abenteuer und sowas, ja. Schreiten da jetzt schon wieder. Sagt es hier geht? Oh nee! Oh, hallo. Danke, dass du Licht machst. Ich habe vergessen, eine Fackel zu bauen. Ich habe stattdessen einen Sat dahin geklatscht. Entschuldigung. Was bist du für ein Osterhase? Okay, hat's nicht gebracht. Einfach in die Tiefe. So, komm, gib mir mal dein Fleisch. Schmeckt's bestimmt gut, Hasi. Peng, peng, peng. Oh Leute, wir sind tot. Oder vielleicht auch nie, wenn ich jetzt noch schnell bin. Alter, 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 wir sterben. Wir sterben. Alter. Das habe ich gesagt, wir überleben's. So, dann buddeln wir uns jetzt noch weiter unten. Das da ist jetzt aber Gold. Ich denke, Gold können wir tatsächlich mal gebrauchen. Pixel zwar noch mehr, aber mit Gold sind wir erstmal ganz gut beraten. Das gefällt mir. So richtig. Da will ich nicht rein. Na, vielleicht finden wir ja noch einen schönen Fleck, wo es irgendwie so richtig viele Metalle und Erze und... Metalle und Erze? Ah ja, ich bin klug, wie man merkt. Oh, hier ist was, hier ist was, hier ist was. Licht wäre jetzt schön. Ich sagte, mach mir Licht. Da kam die Pflanze, nahm die Fackel, klatschte sie an die Wand und es ward Licht. Ich weiß nicht, warum ich das in diesem Scheißton sage, der mich gerade so aufregt. Oh, guck mal. Und hier? Oh. Schön. Juhu! Wir haben eine unterirdische Wüste gefunden. Yeah! Gift! Hip hip hurra! Ich mach komische Geräusche! Ich bin wieder ins Gift gefallen! Ich bin schon wieder runtergefallen! Alter, so ein Seilschuss wäre geil, wie man das aus Star Wars kennt. Ja, was Star Wars Episode 7 haben wir ja mal gequatscht, ne? Ist auch mal wieder Millennium her. Aber das macht ja nichts.
Weil wahrscheinlich kommen die dann eh irgendwann raus und dann regen wir uns eh alle. Oh, Gift. Zumindest bist du... Alter! Wir sterben! Wir sterben! Oh, fuck. Oh, hallo. Eieiei. Hat jemand das... Uah! Alter! Au. Au! Au. Alter, was war das schon wieder für ein Tod? Ein heldenhafter Tod, wie ihn jede Pflanze verdient hätte. Wir verbeugen uns vor dir, Floran. Und schauen nun auf zu deinem neuen Krieger, der gleich eine Kiste gefunden hat. In der wir aber scheinbar schon waren. Nun gut, dann würde ich sagen, mache ich mal eine kleine Aufnahmenpause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme von Let's Play Starbound wieder. Bis dahin, tschüss.